Mannschaften zunächst von links nach rechts spielend, fanden im Stadion des traditionsreichen Fußballclubs Zamalek äußerst günstige Bedingungen vor. Der Boden war nicht wie im Dezember, als die Frankfurter Eintracht an selber Stelle gegen den Drittplatzierten der Nationalliga Tarsana Kairo 3:1 gewann, aufgeweicht, sondern befand sich in sehr guter Verfassung. Nur 4.000 Zuschauer konnten die eigene Nationalelf unterstützen. Viele Fußballbegeisterten mussten an diesem Nachmittag arbeiten. Andere sahen das Spiel original im Fernsehen. Die Temperatur ebenfalls für die Gäste sehr günstig, 10 Grad über Null. Ferenc Varas bestimmte klar die ersten 45 Minuten. Aber dies lag weniger an dem großen spielerischen Können, als vielmehr an der Tatsache, dass die ägyptische Auswahl zunächst große Schwierigkeiten hatte, den Ausfall ihrer drei besten Spieler zu verkraften. Mustafa Riyad, derzeit bester Stürmer und Schütze des Ehrentores beim Frankfurter 3:1-Erfolg, El Chasli und Hammer, der Imam, hatten am Vortag ein schweres Ligaspiel bestreiten müssen. Ihr Einsatz wäre unverantwortlich gewesen. Ligaspiele in Ägypten reiben auf. Sie werden mit der gleichen Begeisterung geführt wie in der deutschen Bundesliga. Ferenc Varas hatte das erste Spiel gegen die ägyptische Nationalmannschaft mit 1:2 verloren und brannte auf Revanche. Spielstand in dieser zweiten Begegnung zu diesem Zeitpunkt aber 1:0 für die Ungarn nach einem Tor des Rechts aus dem Karabach. Und jetzt passen Sie auf. Katona, der Linksaußen. 2:0 für Ferenc Varas. Karabach zu Albert, wieder Karabach. So gefährlich waren die Ungarn in der ersten Halbzeit, so beherzt schossen sie immer wieder aufs ägyptische Tor. Karabach mit der Nummer 7 war in dieser Phase eifrigster Stürmer, während Albert, abgesehen von seiner großartigen Ballführung, leicht enttäuschte. Hier ist Albert am Ball. Zu spielen noch wenige Minuten in der ersten Halbzeit. Zu kurze Abwehr von Takac. Spielstand nur noch 2:1. Nun hoffte man auf eine weitere Verbesserung des Resultats, hoffte vor allem auf Refat Fanagili, den großartigen rechten Läufer und ägyptischen Mannschaftskapitän. Solche Szenen wiederholten sich jetzt immer wieder vor dem ungarischen Tor. Vor allem die Abwehr der Gäste kam völlig durcheinander. Die folgende Szene beweist das ganz deutlich. Pancic wehrt völlig unnötig zur Ecke ab. Den Eckstoß köpft Matrai fast ins eigene Tor. Eckstoß nun von rechts. Und jetzt achten Sie wieder auf Torwart Katac. Viel höher als er kommt mit dem Kopf Ismail und es steht 2:2. Bei diesem Ergebnis geht es bis zum Schlussbild. Und wir fragten anschließend den 59-fachen ungarischen Nationalspieler Albert nach seinem Eindruck. Alles in allem genommen bin ich mit unserer Leistung zufrieden. Es ist nicht höflich, nach dem Spiel etwas über den Schiedsrichter zu sagen, und normalerweise sage ich das auch nicht. Aber in diesem Fall kann ich nicht umhin festzustellen, dass uns der Schiedsrichter das Spiel entscheidend benachteiligt hat. A Frankfurt hat ein nagyon jó csapat. Én már erről többször meg. Die Frankfurter Mannschaft achten wir sehr. Wir erinnern uns noch genau an die 4:5 Niederlage unserer Nationalmannschaft im Frankfurter Stadion. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir am Dienstag ein gutes Spiel zeigen werden. Und nach dem Rückspiel in Budapest sollten wir eine Runde weitergekommen sein.